Mr. Fogg, ich würde nie an Ihren Zweifeln. Doch, sind Sie sicher, dass das wirklich funktioniert? Das ist eine altbewährte List, 3PO. Glaub mir. Ich hab's schon gesagt. Ich habe nichts zu sagen. Admiral Akbar, ich bin's, Poe Dameron. Ich hol Sie da raus. Eine Falle? Nein, nein, ich bin's. Was stehst du da noch rum? Wir müssen hier weg. 3PO, jetzt! Kein Grund zu schreien. BB-8, jetzt! Aha, ganz wie geplant. Und jetzt kann ich das tun. Ab in den Müll, Admiral! Wenn das mal keine Falle ist! Sir, ich muss darauf hinweisen, dass meine Schaltkreise Feuchtigkeit über 51% nicht vertragen. Master Poe, ich bemerke Feuchtigkeit. Flüssigkeit? Steige das Risiko einer Vollfunktion. Fehlfunktion! Oh, meine Güte! Ich mache mir mehr Sorgen um die Wände. Keine Sorge, mit Druck komme ich klar. Aber möglichst weniger als 2 Tonnen pro Zoll. Oh je, das ist ja noch schlimmer, als Master Luke es beschrieben hat. An der Rückwand befindet sich eine Wartungsluke. Also müssen wir sie nur erreichen und öffnen. Ja, das wird ganz leicht. Ganz bestimmt. Der Wahl. Wie sollten wir wohl mit diesem Dianoga verfahren? Beachten Sie mich nicht weiter. Ich stehe nur hier herum und roste. Ein Fischkuchen aus Müll wäre mir lieber als dieser Fraß, den Sie mir Tag für Tag vorsetzen. Ich brauche hier mal etwas Hilfe. Sieht ziemlich trüb aus, aber ich habe Schlimmeres durchschwommen. Und rüber mit dir, BB-8. Die Wartungsluke zu öffnen. Meine Herren, sind Sie sicher, dass es sich dabei um die Bedienungskontrollen für die Luke handelt? Stopp! Halt! Hör auf, Digga! Wir sind erledigt! Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Komplizierter zu sein, als wir zuerst gedacht haben. Wie gut, dass ich nicht auf "Ich habe es doch gesagt" programmiert bin. Oh, wem mache ich hier etwas vor? Diesen Schaltkreis habe ich schon vor Jahren überlastet. Okay.
Gute daran, ein Non-Kalamari zu sein, ist, dass man uns nicht so leicht ins Auge blitzen kann. Ich fürchte, ich muss noch einmal abtauchen. Ein Notfallschalter. Wir sind erledigt. Oh, die Wände bewegen sich ja auseinander. Ich finde einen Weg für euch. Quetsch uns nicht, BB-8. So ist richtig. Nicht zu schnell. Ich glaube trotzdem, wir sind erledigt. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wie wir C-3PO dorthin bekommen. Diesmal kannst du versuchen, die Tür über die Protokollkonsole zu öffnen, 3PO. Oh nein, Verantwortung. Mit dir, 3PO. Keine Sorge, C-3PO. Das sollte dein Gewicht halten. Vermutlich. Ich hoffe, der Droide hinter dieser Tür ist uns freundlich gesinnt. Dayawa. Amamuna. Inazo. Dir mag es nichts ausmachen mit deinem rotierenden Servo-Untersatz, aber... Unser Transporter wird dort warten, Admiral. Bereit? Und normales Fliegen steht wirklich außer Frage? Wir müssen uns einen Fluchtweg freikämpfen. Es ist eine Weile her, dass ich so etwas gemacht habe.
Es ist immer noch hinter uns. Hinter dir, meinst du? Ich bin ganz vorne. Alle Zellen zu öffnen war eine geniale Idee, 3PO. Aber natürlich, das war die ganze Zeit mein Plan. BB-8. Ich glaube nicht, dass sie die in deiner Größe anfertigen. Wir sollten etwas bauen, um mit diesen Sturmtruppen fertig zu werden. Ideen? Damit haben wir sie vor den Kopf gestoßen. Sturmtruppenscanner. Wir brauchen eine Verkleidung. Damit sollten wir ihnen eins auswischen können. Sie wohl nicht alle ausbrechen. Oh je. Ich hatte gehofft, Situationen wie diese wären Geschichte. Oh, wer hätte schon gedacht, dass man als Überwehr Sturmtruppen. Uns trennen. Wir sehen uns am Ausgang. Wenn ich helfen dürfte. Wir müssen das Blastergeschütz zerstören. Oh!
ist das denn für Musik? Was in aller Welt? Ist das der? Ja, das ist der Gefangene. Er kommt uns. Los, Bewegung! Morgen nur noch 10 Wiederholungen. Ich bin gerade so gut dabei. Erfolgreich. Sie stecken wirklich voller Überraschungen. Ein wenig Abwechslung tut gut. Da kommen noch mehr Jäger, Admiral. Da wir gerade durch ein Asteroidenfeld gejagt werden, will jemand von Ihnen wissen, wie unsere Überlebenschancen stehen? Ich denke, das brauchen wir nicht wissen, C-3PO. Natürlich, Admiral. Das scheint mir besser so. Unsere sind weitaus schlechter als Master Damrons. Keine Angst, das wird schon. Ist wie ein Faden durchs Öl zu fädeln. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Nie probiert. Meine Herren, wir fliegen genau auf den Asteroiden zu. Wir schaffen das schon. Ich befürchte, dass wir nur feine Partikel schaffen, die einmal uns und unsere Schiffe ausgemacht haben. Laut Dichtemessungen gibt es Höhlen auf diesem Asteroiden. Vielleicht können wir sie so abschütteln. Ich wusste gar nicht, dass unsere Schiffe sich schütteln können. Oh meine Güte, wir haben es geschafft. Nun, ich muss sagen, dass mein Programm zur Berechnung von Überlebenschancen einige Fehler enthalten könnte. Feindliche Jäger im Anflug, Poe! Ein entspannendes Ölbad bei unserer Rückkehr wird nicht möglich sein, oder? Für meine Rettung bekommst du so viele Ölbäder, wie du möchtest. Oh, vielleicht kann ich mich mit wagemutigen Abenteuern doch anfreunden. Die erste Ordnung bombardiert wahrscheinlich den Asteroiden. Und dabei haben sie wohl die Bewohner aufgeweckt. Ach du meine Güte, das sind Jahrhunderte. Wie wollen wir denen ausweichen? Wir fliegen einfach richtig gut, 3PO. Und in die gleiche Richtung. Diese Kreaturen lenken die erste Ordnung ab. Jetzt schlagen wir zurück. Spezialeinheiten im Anflug, Admiral. Hervorragend. Hervorragend? Sie haben Torpedos an Bord. Wir nehmen sie ins Visier und lenken ihre Torpedos in den Asteroiden.
Zähl auf die Felsen, die diese Tunnel da unten blockieren. Sehr gut. Sprengen wir noch weitere Tunnel hinein, dann entkommen wir vielleicht im Eifer des Gefechts. Einer noch, dann sollte es reichen. Steht da dran. Wenn Sie das sagen, Admiral, ich sollte sie echt mal lesen, diese Bücher. 3PO? Admiral, wir haben 3PO verloren. Wir müssen nochmal zurück. Ich werde mich wohl nie an all diese Aufregung gewöhnen. Hey, ich mag den neuen Arm. Nun, ich hasse ihn. Warum stellst du ihn dann ständig zur Schau? Nun, ich finde gerne Beachtung.